Moin Freunde von YouTube, Fahrzeugen, Technik und. Heute sind wir mal nicht draußen. Ich bin heute mal hier in meiner kleinen Garage bzw. kleinen Werkstatt. Und ich habe, ja, und es geht natürlich auch nicht um diese zuverlässige und treue Sphera, sondern es geht heute auch wieder um die MP3 300. Da habe ich vor circa 4-5 Wochen Service gemacht mit Ölwechsel, Filter und neuen Riemen, Antriebsriemen eingebaut. Wollte eigentlich auch die Rollen neu machen, die Vario-Rollen, die Gewichte, aber die kamen leider erst sehr spät und so habe ich den wieder mit den alten Rollen zusammengebaut, weil wir auf Tour wollten. So. Und jetzt wollte ich dabei gehen, die neuen Rollen einbauen und dachte, ich nehme euch mal mit, zeige euch mal oder gebe euch mal einen kleinen Einblick in die Variomatik oder allgemein in den Antrieb. Was dazu gehört, ist ja noch Antriebsriemen, also Variomatik allgemein und die Kupplung. Für den, der das interessiert, darf dann gerne zuschauen. So, dann werde ich gleich mal aufbauen, euch den entsprechend hinstellen und dann machen wir erstmal das Gehäuse runter, das Kunststoffgehäuse und die Verkleidung halt von der Vario. Ja, dann habe ich euch jetzt mal hier hingestellt und dann fangen wir jetzt hier an mit dem Luftfilter. Haben wir hier jeweils zwei T30 Torx, die erstmal lösen und dann haben wir hier glaube ich noch eine Kreuz hier hinten in der Ecke noch. Die mache ich jetzt erstmal los, dass wir da ein bisschen Luft nach oben haben und besser sehen können. Dann schrauben wir jetzt erstmal die drei Schrauben von der Verkleidung los. Das ist einmal hier die, unten eine und hier links. Das ist für die Kunststoffverkleidung mit einer 8er Nuss. Und die hier unten. Genau rechts neben der Ölwanne. Wenn ihr die abnimmt, die Kunststoffverkleidung, ein bisschen mit Vorsicht, weil da unten sind so eine Schaumstofffilter oder Schaumstoffstutz für den Lüfter und hinten für die. Ich glaube, hinten ist auch noch irgendwie eine Kunststoff, wie nennt sich die? Wie so ein Filtermaterial, so ähnlich. Einmal hier, könnt ihr sehen. Das klebt ganz gerne mal fest, war bei mir auch schon festgeklebt. Das ist einfach nur ein Schutz, ein Dämmschutz. Das sind die drei. Hol ich da mal rein. So, dann haben wir Imbus und zwar ist das HW5 Imbus für den Schutz von der Vario.
Auch hier der Schaumstoffring für den Lüfter sozusagen als Filterelement dient das wahrscheinlich. Klebt auch ganz gerne mal fest. Nicht, dass man die auseinander oder kaputt reißt. Da brauchen wir gleich die drei Schrauben mit rein. So, dann haben wir schon mal so weit, dass wir jetzt diese ganze das Metallgehäuse hier öffnen können. Dafür müssen wir vorher erstmal die von der Kupplung die Zentralmutter lösen. Macht man hier normalerweise, macht man da kommt so ein Aufsatz mit zwei Stifte, um die Glocke festzuhalten. Dann macht man das mit einem Schraubenschlüssel. Ich mache es jetzt nicht, ich mache es jetzt mit einem Schlagschrauber, 19er Nuss. Dafür mache ich erstmal die Handbremse fest. Und da ist eine Scheibe, die nachher nicht vergessen. Die hier schön hin. So, und dann schrauben wir erstmal ringsrum die Gehäuseschrauben auf. Hier unten bei der Ölwanne aufpassen, dass er nicht die verkehrten Schrauben losschraubt. Nicht, dass das Öl nachher rausläuft. Muss man ein bisschen gucken dann. Wieder 8er Nuss. Anlösen und dann können wir die sehen, wo die ist. Da ist noch ein Massekabel dran. Ich werde noch ein bisschen weiter rumdrehen. In dieser Schraube, da ist noch ein Massekabel dran. So, dann haben wir die ganzen Schrauben gelöst. Das ist ja einmal hier die mit dem Massekabel. Hier oben eine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Habe ich jetzt so gezählt. Da sind aber auch noch, glaube ich, die drei für diese Kunststoffverkleidung mit bei. Also waren das, glaube ich, nochmal, habe ich hier auch unten liegen, sieben Stück sind nochmal nur an dem Metallgehäuse. So, und jetzt können wir das theoretisch einmal so abziehen. So. Und dann haben wir halt die Variomatik vor uns liegen. Für die, die das noch nicht so kennen oder die ein bisschen mal wissen wollen, wie das so funktioniert, ist hier mal die Riemenscheibe, die beiden Riemenscheiben von der Variomatik. Das Lüfterrad, Riemenscheibe und Lüfterrad in einem. Dahinter ist dann die andere Riemenscheibe, wo auch die Rollengewichte drin laufen. Das zeige ich euch gleich, da baue ich gleich nochmal aus. Da ist noch eine Umlenkrolle und hier ist dann die Kupplung. Wo man die Kupplungsglocke, nachdem man natürlich die Schraube gelöst hat, muss man, bevor man dieses Gehäuse runternimmt, kann man diese Glocke einfach so abziehen. Die hat hier eine Verzahnung, die dann halt da auf diese Verzahnung rauf geht. So, da guckt man sich halt an und reinigt dann hier diese, wo die Belege dran laufen, die Flächen vom Staub bisschen mit Bremsenreiniger sauber machen und auspusten oder beides. Da kann man die schon mal beiseite legen. So, dann haben wir hier jetzt, wie gesagt, die Variomatik-Riemenscheibe, die löse ich auch. Ihr macht das bitte mit euren
Blockiergeräten und Schraubenschlüssel. Ich mache das jetzt mit der Glasschrauber schnell. So, auch hier drauf achten, so Unterlegscheiben. 1, 2 große Unterlegscheiben. Die legt ihr auch wieder am besten so hin, mit der Mutter drauf, dass die außen auf die Riemenscheibe gehören. Die packe ich mir auch immer extra so weg. Und dann kann man dieses Rad, diese Riemenscheibe mit dem Lüfterlamellen einfach so abnehmen. Dann guckt ihr euch hier die Laufflächen an, ob die schon doll eingelaufen sind oder großartig Verfärbungen. Macht ihr nichts, aber man muss ein bisschen rüberfühlen. Wenn da tiefe Riefen drin sind, würde ich die austauschen. Die kosten nicht die Welt. Würde ich dann neu machen. Auch die auch nachher mit Bremsenreiniger reinigen. Schön sauber machen. Kann man also auch beiseite legen. So, dann haben wir hier noch eine Scheibe. Auf dieser Verzahnung, die muss man nachher auch wieder so rauf. Denkt daran, dass ihr die nicht vergesst. Eine kleine Unterlegscheibe, also eine Passscheibe. Und dann kann man theoretisch schon den Riemen, könnte man theoretisch runternehmen. Dafür drückt man die, oder man zieht die Kupplung einmal komplett runter. Mit dem Riemen. Diese ganze Wandlerkupplung, die läuft frei auf dieser Welle vom Getriebe, die Getriebeeingangswelle. Die sind Lager drin, die sollte man nochmal prüfen, ob die noch leichtgängig sind. Auf der Rückseite ist hier, also hier ist einmal ein normales Rollenkugellager, ein gedichtetes Lager. Und auf der anderen Seite haben wir hier so ein Wälzlager. Ich habe da jetzt ein ganz bisschen Fett reingemacht, da darf man auch nicht zu viel machen. Wenn da noch Fett drin ist, würde ich mache dann lieber nichts. Einfach damit er noch ein bisschen geschmiert ist. Wie gesagt, wenn man zu viel macht, das kann sich dann auch schon mal rausdrücken und halt an den Riemen fliegen. Also da soll man nicht zu viel machen. Das ist auch nur mal jetzt ein Einblick, wie das alles funktioniert. Wie gesagt, diese ganze Wandlereinheit, die sitzt einfach nur auf der Welle, die läuft frei. Die hat keine Verbindung mit der Getriebewelle. So, ich habe jetzt mal den Riemen runtergenommen, damit ich euch das besser zeigen kann. Diese Kupplungslamellen, die gehen halt ab einer bestimmten Drehzahl, gehen die auseinander. Also fahren nach außen über die Federkraft und nimm halt Verbindung auf mit der Kupplungsglocke. Stellen eine Verbindung her, weil nur die Kupplungsglocke hat nachher eine Verbindung über diese Verzahnung zu der Getriebeeingangswelle. So, das Getriebe sitzt praktisch hier hinter. Das kann man von der anderen Seite auch aufschrauben und wie gesagt, das müsst ihr natürlich nicht machen, aber nur mal zur Erklärung. Das ist natürlich nochmal übersetzt. Ihr seht, ich drehe ganz leicht und das Rad dreht sich. Das ist nochmal eine Übersetzung. Daher kommt auch die Kraft. Kommt halt über die Drehzahl aufs Hinterrad. Sonst wird man die Beschleunigung gar nicht hinkriegen. Ne? Weil das wirklich ganz leicht lässt sich das drehen und das Rad bewegt sich. Darauf zu achten auch noch der Semmering von der Getriebeeingangswelle. Gucken, also wenn er dicht ist, seht ihr ja hier zum Beispiel alles schön trocken ringsrum. Ist der so, sozusagen gut. So, das ist die Kupplung. So, und dann haben wir jetzt halt die... Ich versuche mal, ob ich euch ein bisschen dichter rankriege. Die Riemenscheibe von der Variomatic. Dann haben wir hier schon einmal die Gleitbuchse. Und wenn ihr die jetzt rausnehmt, passt da vorsichtig hinter, weil dahinter ist nämlich noch eine Scheibe, sonst fallen euch die Rollen raus. Da ist noch eine Scheibe hinter, die müsst ihr halt gegenhalten. Vorsichtig von der Gleitbuchse runterziehen. Dann habt ihr hier praktisch die Vario-Einheit, habt ihr hier. Dann habt ihr einmal von vorne die Riemenscheibe selber mit dieser Gleitbuchse, die kann man auch so rausnehmen, auch auf Schäden überprüfen, die soll wirklich ganz leicht und geschmeidig da drinnen laufen, da kommt auch kein Fett dran, ich verstehe eigentlich immer nur ein bisschen mit WD-40 einsprühen und wieder trocken wischen,
schön sauber machen, auf irgendwelche Verkrustungen achten, dass da keine Verkrustungen dran sind. So, die kann man rausnehmen. Und auf der Rückseite habt ihr dann halt auch nochmal eine Scheibe. Und da sind die Rollen drin. So, die kann man jetzt, die sind immer in eine Richtung, sind die eingelegt. Rückseite, vorne sind sie glatt. Und genau so rum sollte man sie eigentlich auch wieder reinsetzen, dass die glatte Seite immer in eine Richtung zeigt, liegen. Die nehmen wir raus. Weil die haben teilweise, das waren zwei Dinger, die haben schon Kerben gehabt. Hier zum Beispiel kann man es sehen, wenn man schon im Licht guckt, dass da schon eine Kante drin ist. Ist jetzt nicht, ich sag mal, dann hätte sie jetzt noch fahren können, aber ich mache sie jetzt neu, weil ich sie jetzt da habe. Ja, aber wenn die natürlich richtig eckig nachher schon sind, dann merkt man es auch beim Fahren, dass er halt ruckartig anfährt oder gar nicht mehr richtig hoch fährt. So, auch hier diese Flächen schön reinigen, auspusten, ein bisschen auswischen und dann geht's an Zusammenbau. So, ich lege das nochmal kurz beiseite und dann kommen wir gleich zur Erklärung. Ich mache in der Zwischenzeit schon mal die Sachen sauber, dass man nachher halt leichter zusammenbauen kann. Wo natürlich auch drauf zu achten ist oder wo ihr drauf achten solltet, sind natürlich die Gleitschuhe hier. Die kann man auch auswechseln. Die sollen natürlich hier nachher in der Riemenscheibe von der Vario, wo die Rollen drinnen laufen, die kommen dann ja natürlich so rein. Und die sollen sich wirklich, das ist natürlich in der Gleitbuchse natürlich geschmeidiger, die sollen sich natürlich hier ganz sauber drinnen bewegen und auch nicht verschlissen sein, dass da eigentlich nicht viel Spiel drin ist. Die laufen wirklich ganz sauber, merkt man besser, wenn die Gleitbuchse drinnen ist, weil die muss wirklich ganz sauber laufen. Wie gesagt, die kann man auswechseln, auch diese Gleitschuhe kann man bestellen. Wo ihr dann bitte noch drauf achten solltet, ist einmal der Simmering von der Kurbelwelle, der hier natürlich außen läuft. Das sollte hier auch alles schön trocken sein. Den kann man noch relativ leicht tauschen. Allerdings sollte man schon ein bisschen Gefühl haben, die rausholen, weil wenn man dahinter irgendwas zerkratzt an der Welle selber, dann kriegt man das irgendwann gar nicht mit dicht, dann wird es richtig teuer. Da würde ich dann an eurer Stelle lieber einen Fachmann beilassen, wenn sowas mal sein sollte. Und das ist wichtig, dass es hier trocken ist, dann ist es auch alles soweit gut. So, ich habe jetzt die neuen Rollen drinne. Alle in eine Richtung reingelegt, ordentlich. Darauf achten, dass alles sauber ist drinne. So, dann habe ich jetzt die Scheibe mit den Gleitschuhen. Die kommen natürlich darüber. Mit der Wölbung nach außen. So, schön fett zusammenhalten, dass nichts rausfallen kann. Und dann kommt natürlich unsere gereinigte. Auch von innen natürlich schön sauber, da sollte kein Sandkorn und nichts mehr drin sein. Die Gleitbuchse, das ist bei denen egal wie rum die sind. Da gibt es keinen, ich mache es eigentlich immer wieder möglichst so wie es vorher drin war. Aber das ist eigentlich bei denen egal. Gleitbuchse wieder rein, weiter zusammenhalten. Dann ist ja hier hinten die Verzahnung drin. Und dann wird sie einfach wieder vorsichtig alle schön zusammenhalten. Und auch nicht auf die Gleitbuchse jetzt draufdrücken, dann läuft sie mich hinten raus. Müsste dann schon wirklich so, wie es ist. Ist der Finger fest. So. Da haben wir die wieder drauf. Ja, wie funktioniert jetzt so eine Variomatik? Ihr habt ja gesehen, da drin sind ja die Rollen. Und diese Scheibe mit den Gleitschuhen, die Rollen,
wandern jetzt durch die Fliehkraft nach außen und drücken von der hinteren Scheibe diese Scheibe nach innen, also nach hierher, zu dieser Scheibe zusammen. Der Riemen, der liegt ja in der Ursprungsstellung, also in der Grundstellung, liegt der Riemen ja so. Praktisch innen drinne liegt er, das ist die Ausgangsposition. Und wenn die Rollen nach außen wandern, geht die Scheibe nach hier, drückt gegen diese Scheibe und der Riemen wird nach außen gedrückt. Das heißt, die Übersetzung ändert sich. Müsst ihr euch ungefähr vorstellen wie bei einem Fahrrad mit Kettenschaltung, zum Beispiel eine 21-Gang-Schaltung mit vorne 3 Ritzel und hinten 7. Kann jetzt auch 3 und 8 sein oder 2 und 5, eine alte 10-Gang-Schaltung. Vorne klein und hinten groß. Vorne klein und hinten groß bedeutet halt kleiner Gang. Also erster Gang wäre das gewesen. Das ist zum Beispiel jetzt am Berg, du trittst schnell und das Rad dreht sich hinten langsam. Also du hast Kraft in der kleinen Untersetzung hast du halt mehr Kraft. So, entgegen der Federkraft wird natürlich hinten an der Kupplung die Untersetzung kleiner. Das heißt, der Riemen wird gegen die Federkraft reingezogen. Das heißt, dann ist vorne groß und hinten klein. Das ist wie beim Fahrrad, wäre das dann halt der große Gang. Du trittst vorne ganz langsam und hinten das Rad dreht sich ganz schnell, als Beispiel. Also ist genau an sich so vorzustellen wie bei einer Fahrradkettenschaltung halt nur mit Riemen und ohne Schaltvorgänge. Das ist halt automatisch nur durch die Feder und die Fliehkräfte von den Variomatikrollen variiert oder beziehungsweise eingestellt wird. So, und durch diese verschiedenen Rollengewichte, was ihr wahrscheinlich schon gehört habt, zum Beispiel jetzt anstatt die 14 Gramm, die ich drin habe, eine leichtere, zum Beispiel 12 Gramm. Das heißt, du brauchst mehr Umdrehung, um die Geschwindigkeit hinten auf der Kupplungs-, auf der Wandlerkupplung zu kriegen, damit die Kupplung sich verbindet. Die Anfahrdrehzahl ist höher. Du hast also mehr Kraft beim Anfahren. Dafür sinkt die Endgeschwindigkeit. Hast du nun vorne die Rollen größere Gewichte, dann kuppelt er eher ein. Du hast nicht so eine starke Beschleunigung. Aber du hast eventuell ein bisschen mehr Endgeschwindigkeit. Das kann man, also ich bin ja nicht so mit Tuning, habe ich das nicht so. Da habe ich mich auch nie richtig beschäftigt, weil ich halt dieses Original-Setup schon mal ganz gut finde. Ich brauche nicht so eine starke Beschleunigung. Ich will damit eigentlich mehr cruisen. Deswegen lasse ich das eigentlich so, wie es ist. Und ja, nur mal als Funktionsprinzip, stellt euch da die Kettenschaltung vor vom Fahrrad und so in der Art, wo es automatisch funktioniert, das hier mit dieser Variomatik auch. So, dann geht's ans Zusammenbauen. So, dann noch kurz zur Kupplung. Da habt ihr auch hier Lager drin, die könnt ihr auch prüfen. Die sollten eigentlich nicht ganz leicht, die sollten nicht sich schon von alleine drehen und Rollgeräusche machen. Die sollten wirklich einen leichten Widerstand haben. Die Lager, dann sind sie gut und natürlich auch kein Spiel. Auf der anderen Seite, wie gesagt, auch diese Rollen mal testen oder gut angucken, wie die aussehen. Merkt man auch, wenn man sie auf der Welle hat, dass sie leicht läuft. Hört man dann am besten eigentlich. Ja, dann guckt ihr euch natürlich die Belege an. Das ist eigentlich fast noch Originalzustand. Können wir dann auch mal mit neuen vergleichen, aber die sind noch gut. Die halten noch erstmal. Man kann jetzt, wenn man das wirklich mal neu haben will, das ganze Teil ist komplett neu. Man kann aber auch nur die Belege wechseln. Beziehungsweise diese Kupplungseinheit, die hier vorne drauf sitzt. Dafür muss man allerdings die Kupplung auseinanderbauen, das ist nicht ganz einfach. Und auch, wenn man das nicht kennt, kann dann schon mal so eine Kupplung um die Ohren fliegen, weil da drin ist eine Feder, die wirklich stark ist. Bei den 50ern geht das noch so, dass man die so gegenhält. Bei denen habe ich das persönlich noch gar nicht probiert, die habe ich noch nie gemacht. Aber man kriegt sie jetzt noch mit der Hand, wenn ihr das sehen könnt. Noch. Zusammengedreht.
so macht man das auch leicht beim Riemen rauffliegen, dass man sie leicht spannt, dass der Riemen reinläuft. Und dann kann man den Riemen auflegen und die Vario zusammenschrauben. Und das machen wir gleich. So, wie gehen wir jetzt vor beim Zusammenbauen? Dann fangen wir hinten bei der Kupplung an. Wir setzen erstmal die Kupplung, also die Wandlereinheit, einmal auf, vorsichtig. Dass sie schön hinten dran ist. So, und dann kann man auch schon mal hören und gucken, wie sie läuft. Das ist alles im Rahmen. So. So, dann fangen wir jetzt an mit dem Riemen. Den Riemen setzt ihr dann so auf, dass man diese Schrift hier lesen kann. Also hier sind auch Pfeile, Laufrichtung. Das heißt, er dreht sich ja so rum. So. Und so kommt der Riemen dann rauf in Laufrichtung. Also Pfeile in Laufrichtung oben. Dann setzen wir die hinten erstmal den Riemen, oder wir ziehen erst nochmal raus die Kupplung, dass wir den auflegen können. Jetzt kriegst du ihn so natürlich schwer rein. Deswegen musst du ihn jetzt, während du ihn auflegst, reindrücken. Jetzt ist ein bisschen Fummelkram, weil das doch mit meiner Hand festhalten. So. Jetzt ist er da drin. Sitzt er drin und vorne sitzt er drauf. Dann schieben wir sie rein. So, der Riemen sitzt drin. So, dann kommt jetzt unsere, so, die Vario haben wir drin mit der Gleitbuchse. Da haben wir hier das Spiel natürlich noch für die Riemenscheibe, die nach außen wandert. So, und jetzt kommt diese andere Lüfterrad-Riemenscheibe halt vorher noch, darf man nicht vergessen. Unsere Unterlegscheibe, die hier noch raufkommt. So, und jetzt tun wir diese mit dieser Verzahnung natürlich die Riemenscheibe nach innen. Hier so auflegen. So, darauf kommen jetzt unsere beiden Scheiben, die wir uns so hingelegt haben. Die wir uns natürlich so hingelegt haben, wie sie rauf sollen. So, das ist jetzt die alte Schraube. Ich habe natürlich neue Schrauben, die man auch erneuern sollte. Ich habe mir extra besorgt. Das sind beides für Kupplung und für die Vario sind beides die gleichen Schrauben. Kann man auch so bestellen. So, die beiden Unterlegscheiben sind hier wieder drauf. Das sind wir natürlich unsere neue Mutter. Ich mache jetzt immer noch einen kleinen, ganz kleinen Tropfen Loctite mittelfest. Falls da noch was rauskommen würde. Und ihr macht das natürlich wieder mit eurem Blockierwerkzeug und einem Drehmomentschlüssel. Ich mache das jetzt wieder nach Gefühl mit meinem Schlagschrauber. So, dann haben wir das soweit wieder drauf. Kupplung sitzt mit dem Riemen drinne. Das haben wir hier in der Führung. Der muss natürlich hier drinnen liegen, der sollte nicht rausgucken. Er wird natürlich durch die ersten Umdrehungen wird er sich dann spannen.
damit er oben nicht ewig gegenschleift. Und wenn er natürlich nachher zusammenläuft, dann wird er hier über diese Rolle noch umgelenkt. Die kann man auch gleich mal mit prüfen, ob die noch leicht läuft, nicht zu viel Spiel hat. So, was war jetzt noch? Das haben wir alles, alles sauber, alles dran. Ja, dann kann jetzt theoretisch, könnte jetzt die Kupplungsglocke, die wir jetzt schon gereinigt haben, die habe ich jetzt auch nochmal mit Bremsenreiniger schön sauber gemacht. Die kommt natürlich jetzt hier rauf. So, und die hat jetzt praktisch nur die Glocke, hat die Verbindung zum Hinterrad. Und somit ging es jetzt eigentlich schon wieder ans Zusammenbauen. Ich muss nochmal kurz die Teile prüfen, ob wir jetzt auch alles weg haben. Die neue, wo ich jetzt die Unterlegscheibe gelassen für die. Ach da, die liegt da unter für die neuen Schrauben für die Kupplung nachher. Die habe ich hier, die liegen hier. Jetzt habe ich aber gerade festgestellt, dass ich will das zwar jetzt also soweit schon mal fertig machen. Ich weiß, Zusammenbau ist glaube ich selbst erklärend, nur den Deckel wieder drauf mit den Schrauben. Das hier an der. Habe ich gerade noch ganz sauber machen, festgestellt, dass dieses Lager, das ist hinüber, da läuft ja praktisch die Welle, diese Welle, die läuft in diesem Lager hier, und das ist hinüber, das hört man auch. So, und das würde ich jetzt also ausbauen und bestellen. Auf diesen Lagern stehen immer entweder Nummern oder auch teilweise die Maße, nachdem man diese Lager bestellen kann. Da muss ich nämlich gleich mal schlau machen. Das mache ich dann aber ein andermal. Ich werde das jetzt soweit zusammenschrauben, nochmal grob zeigen, wie ihr das zusammenkriegt. Und dann muss ich dann erstmal das Lager bestellen und kann das dann erst fertig zusammenbauen. Und solange kommt der Roller jetzt in die Ecke. Das sind natürlich so eine Sachen, da sollte man auch mal gucken, denn das ist dann die schlagen schon mal aus, aber die sind relativ leicht zu wechseln. Dann hat man praktisch hier auf der Rückseite so einen Sprengring, den man rausholt, und dann kann man das Lager einfach von hier nach da durchschlagen und beim Einbau praktisch ja entweder vorsichtig reinschlagen oder den Deckel warm machen und das Lager in ein Gefrierfach, dann fallen die meistens auch so rein. Das ist also nicht so das Problem. So, und dann sollte das alles fertig sein. Passt auch bitte auf diese Passstifte, diese Passhülsen, dass die alle drinne sind. Das sind zwei Stück, einmal auf der Seite. Und wenn man das Ding umdreht, ist hier auch noch ein Passstift. Dass die dann natürlich hier nachher, ich kann das jetzt sehen, da in diese Buchsen kommen die rein und dadurch wird er praktisch geführt, dieses Gehäuse. Ja, dann setze ich das mal auf. So, und hier kommt dann nachher praktisch wieder nur diese Unterlegscheibe und die Mutter, die ich jetzt natürlich nicht festschraube, weil ich das noch wieder auseinanderbauen muss. Dann fängt er wieder an, das Gehäuse festzuschrauben mit diesen 7 Schrauben, die ihr hier noch extra hingelegt habt. Da müsst ihr dann drauf achten, dieses Kunststoffteil, diese Kunststoffblende hier. Ich nehme euch mal ein bisschen weiter weg. Wenn diese Kunststoffblende, die dann rüber kommt, dann müsst ihr dann mal ranhalten. Die Schraube nehme ich mal kurz raus. So rum. Die haltet ihr dann ran und guckt schon mal, wo diese drei längeren Schrauben rein können, kommen, dass ihr da schon mal nicht die kleinen reinschraubt. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel einmal diese Schraube, da braucht ihr schon mal keine kleine rein. Dann haben wir hier oben einmal diese Schraube, wo keine kleine reinkommt und die sich unten, die lasst ihr dann frei, dann macht ihr nur die anderen mit diesen kleinen Schrauben. Praktisch, wenn ihr das jetzt abnehmt,
Dann macht ihr da natürlich keine kleine Schraube rein. Dann macht ihr nachher die lange für diese Kunststoffbände mit rein. Ja, und der Rest ist eigentlich alles selbsterklärend. Das müsstet ihr dann hinkriegen. Das werde ich vielleicht nochmal aufnehmen, wenn ich das Lager neu habe. Ja, soweit. Der Rest, wie gesagt, und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch auch gerne melden, falls da irgendwas nicht passen sollte. Das ist auch nur ein grobes Erklärvideo. Ich wollte gerade sagen, wie man es nicht macht. Nein, so macht man das, aber das ist halt nur als grobe Richtlinie, so wie das überhaupt funktioniert, wie man da dabei geht, was da dran zu beachten ist, wo man darauf achten sollte, auch mit den Simmerringen und mit den Lagern. Und ja, ist kein Hexenwerk. Wenn man das einmal gemacht hat, also das Prinzip ist auch an allen anderen Rollern anzuwenden, im Großen und Ganzen. Das ist wahrscheinlich dann mit den Variodeckeln oder mit den Verkleidungen noch ein bisschen anders mit den Schrauben, aber da kann man sich ja genau, da sieht man ja die Spalte, wo man die Schrauben lösen muss. Wichtig ist nur, dass man hier unten an der Ölwanne, dass man die nicht löst. Weil das kann dann schon mal undicht werden und dann hat man da noch wieder ein bisschen mehr Arbeit mit. Aber da muss man einfach nur mal ein bisschen genauer hingucken und dann passt das auch. Ja, und umgekehrte Reihenfolge zusammen. Ja, dann hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Kann immer mal irgendwas sein. Und bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis bald mal wieder. Tschüss.